Tja, das Thema Allzeithoch, das scheint sich für diese Woche erst einmal erledigt zu haben. Warum, weshalb, wieso, das fragen wir jetzt Oswald Seicher von flatex, uns jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Seicher. Ja, der DAX hat seit dem ersten Rekordversuch, und die Betonung liegt hier auf Versuch, am Montag nun schon 250 Punkte verloren. Im Laufe der Woche ist die Rekordjagd nun erstmal abgesagt. Ja, Cornelia, das kann man so sagen. Und Schuld daran sind vor allem die schlechten Vorgaben aus den USA von gestern, auch heute Morgen schlechte Vorgaben aus Asien. Also das alles wird nicht dazu beitragen, dass wir uns im Laufe der Woche noch erfangen. Erfangen meine ich, also wir werden nicht mehr in die Nähe kommen von dem All-Time-High bei 12.390. Ich habe das im Chart auch eingezeichnet und man sieht schon, also wir waren am Montag ganz knapp dran und haben dann sukzessive abgegeben, 2 Tage dann versucht, uns wieder ein bisschen zu fangen. Aber leider kam gestern dann sozusagen der Druck, der massive Druck auf die Aktienmärkte aus den USA, hat uns dann nachbörslich noch ein bisschen Punkte gekostet. Und heute Morgen dann auch entsprechend hat der DAX tiefer eröffnet. Jetzt ist es so, dass wir aktuell gerade mit ungefähr 60 Punkten im Minus sind. Aber es schaut zumindest so aus, als hätten wir heute den Boden schon mal gefunden und suchen wieder Richtung nach oben. Aber wie gesagt, 250 Punkte, das schaffen wir heute und morgen zusammen vermutlich nicht mehr. Und deswegen ist die Rekordjagd erstmal ab. Gesagt. Aber grundsätzlich halten wir schon daran fest, wir werden es wieder versuchen. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche. In der Osterwoche ist zwar weniger Volumen traditionell, aber historisch gesehen ist die Osterwoche eigentlich immer ganz gut und wir haben es jetzt mal ausgemessen. Normalerweise steigt der DAX immer ganz leicht in der Osterwoche, auch der Dow Jones. Und von dem her sollten sich die Muster wiederholen, dann könnte es schon sein, dass wir vielleicht nächste Woche doch das Rekord hoch sehen. Aber alles in allem darf man auch sagen, es ist nicht wirklich dramatisch, 250 Punkte tiefer. Wir sind insgesamt immer noch sehr, sehr gut. Auf Jahressicht immer noch deutlich im Plus mit ungefähr 6% der DAX. Also alles gut, kein Grund zur Panik. Also die Rekordjagd eher vertagt als abgesagt. Schauen wir in die USA. Nach den sehr positiven Arbeitsmarktzahlen, da hat der Dow Jones gestern mehr als 180 Punkte zugelegt. Die Veröffentlichung des Fed-Protokolls hat dann aber wieder alles zunichte gemacht und den Dow Jones am Ende ins Minus gedrückt. Wie geht es denn jetzt hier weiter? Ja, also die, wie Sie richtig gesagt haben, die ersten Zahlen waren gut, Arbeitsmarktzahlen war alles gut, aber das ist öfter so in Amerika. Zuerst sieht man das positiv und dann kommt aber gleich der Hammer obendrauf, nämlich A, zu gute Arbeitsmarktzahlen heißen aber auch, dass wir mit Sicherheit eine weitere Zinserhöhung bekommen werden oder die im Juni. Die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen, dass die kommt. Und genau das hat ja am Ende auch das Fed-Protokoll ausgesagt. Also man ist gut unterwegs, man wird die expansive Geldpolitik zurückfahren, ganz klar. Man wird nicht mehr so viel Anleihen kaufen und das hat am Ende natürlich den Effekt, dass die Zinsen steigen werden. Und wenn die Zinsen steigen, hat man Alternativen zum Kapitalmarkt. Das heißt, Geld, Smart Money wandert rüber in den Anleihenmarkt auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch. Drückt das immer ein bisschen auf den Aktienmarkt. Das heißt, die Perspektive, dass der Dow Jones weiter steigen wird, die ist erstmal etwas weggenommen. Und es könnte zumindest sein, dass vielleicht statt noch 2, vielleicht sogar 3 Zinserhöhungen kommen im Laufe des Jahres. Das alles hat gestern zur Verunsicherung beigetragen und dementsprechend ist der Markt dann relativ deutlich eingebrochen, neben die 200 Punkte, aber auch da kein Grund zur Panik, denn man darf nicht vergessen, seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten ist der amerikanische Aktienmarkt insgesamt ja auch sehr gut gelaufen. Dass es da irgendwann mal zu einer leichten Korrektur kommen könnte, das wissen wir jetzt. Außerdem haben wir einen gewissen Unsicherheitsfaktor nach wie vor im Markt drinnen, denn heute trifft sich Donald Trump ja mit dem chinesischen Präsidenten und mal schauen, wie da die Geschichte dann am Ende weitergeht. Also Worst Case wäre irgendein Handelskrieg. Wir gehen mal davon aus, dass man sich irgendwie einigen wird und dass man sich zusammenraufen wird, denn die einen brauchen die anderen und umgekehrt. Also da muss man nochmal abwarten und diese Unsicherheit, die nimmt momentan auch ein bisschen die Richtung aus dem Markt heraus und da müssen wir einfach mal abwarten. Auch da, im Laufe der Woche wird nicht mehr sehr viel passieren, aber nächste Woche kann es gut sein, dass wir uns wieder Richtung 21.000 Punkte hin bewegen. Eine ähnliche Berg- und Talfahrt hat der Euro auch hingelegt zuletzt. Er hat erstmal kräftig zugelegt gestern Abend, um danach dann wieder alles abzugeben. Was steckt denn dahinter und wie ist Ihre Prognose für die nahe Zukunft? Also da steckt wirklich viel dahinter. Wenn man sich das anschaut jetzt im Chart, dann wird man sehen, okay, es gibt einen ordentlichen Berg, der nach oben geht und dann geht es wieder nach unten. Aber man muss auch die Skala dazu schauen und insgesamt reden wir von ungefähr 60 Pips. Das ist eine normale Tagesrange, Tagesbewegung. Es schaut nur ein bisschen spektakulär aus, aber wirklich dramatisch ist es nicht. Insgesamt sehen wir noch einmal das, was ich gerade gesagt habe, zusammenfassend. Wir sehen eine starke amerikanische Wirtschaft. Wir sehen Zinserhöhungen im Laufe dieses Jahres, vielleicht sogar eine mehr als erwartet. Wir sehen gute Arbeitsmarktzahlen in Amerika.
Amerika. Das alles hat zur Folge, dass der Dollar einfach stärker wird. So, wenn ein stärkerer Dollar ist, dann ist ein schwächerer Euro. Das heißt, der Kurs muss weiter fallen, der Eurokurs muss weiter fallen. Das ist die mittelfristige und längerfristige Perspektive. Kurzfristige Gegenbewegungen, so wie gestern am Nachmittag, kann es schon mal geben. Aber auch heute Morgen hat man gesehen, der Euro ist wieder nach unten gefallen, ist wieder da, wo er gestern am Abend oder gestern am Nachmittag eigentlich war. Und von dem her ist alles wieder gut. Die langfristige Perspektive, der langfristige Trend, dass der Euro schwächer wird, die ist nach wie vor intakt. Die deutschen Autobauer, die stehen schon seit einiger Zeit teilweise unter Druck. Am Montag hat Ford schlechte Zahlen gemeldet und den Druck nochmal erhöht. Jetzt sind bei 2 von 3 Autobauern auch noch Verkaufssignale aufgetaucht. Welche sind das denn? Was tun wir jetzt mit Daimler, BMW und Co.? Naja, es ist genau richtig, wie Sie sagen. Also Ford hat nicht ganz schlechte Zahlen, aber schwächer als erwartete Zahlen gemeldet. Und im gleichen Zug ist dann Tesla stark gestiegen und Ford hat verloren. Und Ford hat sozusagen die deutschen Autobauer mitgerissen, weil man daraus suggeriert, jetzt, dass auch die Deutschen möglicherweise in Zukunft etwas weniger Autos verkaufen oder eben diese Umschichtung hin Richtung Elektroautos stattfinden könnte. Wir glauben nicht, dass es so schnell passiert, aber wie auch immer, der Markt ist immer ein bisschen voraus, die Börse ist immer ein bisschen voraus. So, das hat jetzt zur Folge, dass die deutschen Autobauer eingebrochen sind. Und ja, wir haben jetzt bei Volkswagen und bei Daimler jeweils, wenn man sich den Chart anschaut, die 200-Tage-Linie nach unten durchschritten. Bei BMW dauert es noch ein bisschen, aber auch da haben wir die 21-Tage-Linie nach unten durchschritten. Das heißt, zumindest bei Volkswagen und bei Daimler haben wir jetzt ein Verkaufssignal, ein charttechnisches Verkaufssignal, in dem wir die 200-Tage-Linie eben gebrochen haben. Und das ist schon ein wichtiger Faktor. Die anderen sind ja kurzfristig, aber die 200-Tage-Linie ist längerfristig. Und wenn man da unten runter geht, dann ist das eigentlich für Chartisten natürlich ganz klar ein Verkaufssignal, dann verkaufen alle und am Ende heißt es ja, sehen Sie, wir haben doch recht gehabt. Also kann gut sein, dass diese selbsterfüllende Prophezeiung eintritt. Fakt ist, es geht nach unten momentan, die Aussichten sind nicht ganz so toll und deswegen würde ich, wenn man in Autobauern drinnen ist in Deutschland, momentan bei Daimler und bei VW, glaube ich, aussteigen und mal abwarten, was passiert, ob es wieder einen Turnaround gibt, ob man wieder nach oben geht. Aber erstmal muss man die beiden nicht haben. Bei BMW fürchte ich, wird dieses Verkaufssignal in den nächsten Tagen dann auch noch kommen. Ganz herzlichen Dank, Herr Seicher, für den Moment. Bis heute Nachmittag dann. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, dieses und natürlich viele, viele weitere Interviews finden Sie unter www.deraktionär.tv.